Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 167. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. Die Stetigkeit für Abbildungen aus dem R auch N in den R auch M wird im Prinzip genauso definiert wie die Stetigkeit einer Funktion mit einer reellen Veränderlichen. Im Gegensatz zur Grenzwertberechnung, die in der letzten Folge behandelt wurde, muss allerdings der Punkt x0, der betrachtet wird, jetzt im Definitionsbereich der Abbildung liegen. Und der Grenzwert in diesem Punkt muss mit dem Funktionswert übereinstimmen. Die Definition für die Stetigkeit einer Abbildung aus dem R auch N in den R auch M habe ich hier bereits schon einmal vorbereitet. Eine Abbildung f aus einer Teilmenge g des R auch N in den R auch M heißt stetig im Punkt x0, wenn für jede Folge xk, wobei die Folgenglieder xk alle im Definitionsbereich dieser Abbildung liegen müssen, Folgendes gilt. Zunächst einmal muss der Grenzwert dieser Folge xk gleich x0 sein und der Limes k gegen unendlich für die Funktion f an der Stelle der Folgenvektoren muss gerade dem Funktionswert an der Stelle x0 sein. Und das können wir äquivalent auch schreiben zu Limes x gegen x0 von der Funktion f von x ist gleich f an der Stelle x0. Die Abbildung f heißt stetig auf g, wenn sie in jedem Punkt x0 aus dem Definitionsbereich dieser Abbildung stetig ist. Ich mache noch zunächst einmal zwei Bemerkungen, bevor wir hier ein Beispiel betrachten. Die erste Bemerkung ist, die Funktion oder besser gesagt die Abbildung f muss im Punkt x0 definiert sein und der Grenzwert muss mit dem Funktionswert in diesem Punkt übereinstimmen. Und zweitens, die Abbildung f heißt unstetig im Punkt x0, wenn f dort nicht stetig ist. Das heißt insbesondere, es gibt mindestens eine Folge xk, die gegen x0 strebt, für die die Folge der Funktionswerte f an der Stelle xk nicht konvergent ist oder nicht gegen den Funktionswert dieser Abbildung konvergiert. Wir betrachten vielleicht mal ein Beispiel einer stetigen Abbildung. Und zwar betrachten wir eine Abbildung aus dem R hoch 3 in den R hoch 3, die folgendermaßen definiert ist. Ich bezeichne sie mal mit f. Und f sei eine Abbildung aus dem R auch 3 in den R auch 3. Wobei hier jedem Vektor x aus dem Definitionsbereich zugeordnet werden soll der Ausdruck x Kreuz Omega, also das Kreuzprodukt zwischen dem Vektor x und einem konstanten Vektor Omega. Dieser Vektor Omega ist also ein beliebiger konstanter Vektor aus dem R auch 3. Und wir betrachten jetzt mal eine spezielle Stelle oder einen speziellen Punkt aus dem Definitionsbereich dieser Abbildung. Diesen Punkt bezeichne ich hier mit x0. Und wir machen zunächst einmal folgende Abschätzung. Wir betrachten jetzt die Norm von f an der Stelle x minus f an der Stelle x0. Und werden gleich zeigen, dass diese Norm für eine beliebige Folge, die gegen x0 strebt, den Wert 0 ergibt. Und das würde dann bedeuten, dass diese Abbildung stetig ist. Zunächst einmal können wir hier unsere Abbildungsvorschrift einsetzen. Für f an der Stelle x können wir ja auch schreiben, das ist x Kreuz Omega minus f an der Stelle x0 wäre dann x0 Kreuz Omega. Und wenn Sie sich jetzt noch erinnern an die Rechenregeln für das Kreuzprodukt, die wir im Video Nummer 126 behandelt haben, dann lässt sich hier das Omega rechtzeitig ausklammern. Das heißt, wir können hier schreiben, das ist die Norm von x minus x0 Kreuz Omega. Und der Betrag eines Kreuzproduktes wurde ebenfalls im Video Nummer 126 definiert. Wir können dafür weiterschreiben, das ist die Norm des ersten Vektors, also x minus x0,
multipliziert mit der Norm des zweiten Vektors, also Omega, multipliziert mit dem Sinus des Winkels, den diese beiden Vektoren einschließen. Und diesen Winkel möchte ich hier mit Alpha bezeichnen. Alpha soll hierbei der Winkel sein, den die beiden Vektoren x minus x0 und Omega miteinander einschließen. Nun wissen wir, dass der Sinus Alpha den größten Wert 1 nur haben kann. Das heißt, Sinus Alpha muss auf jeden Fall eine Zahl sein, die sicher kleiner oder höchstens gleich 1 ist. Und damit lässt sich jetzt weiter abschätzen nach oben hin. Das muss also kleiner gleich sein als die Norm von x minus x0 multipliziert mit der Norm von Omega. Und wir betrachten jetzt eine beliebige Folge xk, wobei k hier sämtliche natürliche Zahlen durchlaufen soll, mit xk soll innerhalb des Definitionsbereiches unserer Abbildung f liegen, also müssen die Folgenglieder Elemente aus dem R auch 3 bei uns sein. Und wir wollen fordern, dass diese Folge gegen den Wert oder gegen den Vektor x0 konvergiert. Das heißt, Limes k gegen unendlich von den Folgengliedern xk, diese konvergiert gegen x0. Daraus folgt dann, wenn wir jetzt den Grenzwert der Norm betrachten, also Limes k gegen unendlich, von der Norm f an der Stelle der Folgenglieder xk minus f an der Stelle x0, das muss sicher kleiner gleich sein nach unserer obigen Abschätzung, wie Limes k gegen unendlich von der Norm x minus x0 multipliziert mit der Norm von Omega. Bedenken Sie, dass diese Norm x minus x0 als auch die Norm von Omega reelle Zahlen sind. Deswegen können wir jetzt hier die Rechenregeln für Grenzwerte aus der Analysis 1 anwenden. Das heißt insbesondere diese Konstante Omega, die Norm von Omega, die können wir vor den Grenzwert ziehen. Das ist also die Norm von Omega multipliziert mit dem Limes k gegen unendlich von der Norm xk natürlich, ich habe hier ein k vergessen, sehe ich gerade, hier muss natürlich x hoch k stehen, minus x0. Und da wir nun vorausgesetzt haben, dass diese Folge xk gegen x0 konvergiert, wissen wir, dass dieses hier eine Nullfolge ist, das heißt, der Grenzwert ist 0. So dass hier insgesamt 0 herauskommt. Und was heißt das jetzt? Damit haben wir gezeigt, daraus folgt, Limes k gegen unendlich von f an der Stelle xk ist gleich f, also der Funktionswert, an der Stelle x0. Und das ist ja nach unserer obigen Definition gleichbedeutend mit Limes x gegen x0 von f von x ist gleich f von x0. Also können wir sagen, diese Abbildung f ist für alle x0 aus dem Definitionsbereich dieser Abbildung, also aus dem R auch 3, stetig. Die Stetigkeitsuntersuchung von Abbildungen ist also immer mit einer Grenzwertuntersuchung dieser Abbildung verbunden. Weiß man aber bereits, dass zwei Abbildungen f und g stetig sind, dann wäre es wünschenswert, wie in der Analysis 1 einer reellen Veränderlichen, Aussagen über die Stetigkeit beispielsweise der Summe oder dem Produkt oder der Komposition und den Quotienten zweier Abbildungen zur Verfügung zu haben. Dazu muss man allerdings zunächst einmal definieren, was man überhaupt unter der Summe bzw. dem Produkt oder der Komposition und den Quotienten von Abbildungen verstehen möchte. Und das möchte ich jetzt zunächst einmal definieren. Wir definieren uns zunächst einmal die Summe zweier
Abbildungen und dazu betrachten wir zwei natürliche Zahlen, also seien n und m zwei beliebige natürliche Zahlen. Und wir betrachten jetzt die beiden Abbildungen, die ich hier mit f und g wieder bezeichnen möchte. Das seien Abbildungen aus einer Teilmenge des r auch n und diese Teilmenge bezeichne ich hier mit g in den r auch m. Dann definieren wir f an der Stelle x plus oder minus g an der Stelle x. Das wäre ja ausführlich geschrieben. Die Bildvektoren, das sind Vektoren aus dem R auch M. Deswegen müssen die Bildvektoren von f und g also m-dimensionale Vektoren sein. Das heißt, wir halten für f m-Komponentenfunktion, f1 von x, das ist die erste Komponente, f2 von x und so weiter bis zur m-ten Komponente, fm von x. Plus oder Minus, genau dasselbe schreiben wir für die Funktion g jetzt hin. Die erste Komponente lautet g1 von x, die zweite g2 von x und so weiter bis gm von x. Und wir definieren uns jetzt diese Summe folgendermaßen, wie man sich das auch vorstellt. Das ist einfach f1 von x plus oder minus g1 von x. Und die zweite Komponente lautet f2 von x plus oder minus g2 von x. Und das geht jetzt schließlich immer so weiter bis zur m-ten Komponente, die lautet dann fm von x plus oder minus gm von x. So wollen wir die Addition bzw. die Subtraktion zweier Funktionen aus dem r auch n in den r auch m definieren. Wir betrachten dann noch einmal das Produkt zweier Funktionen. Für das Produkt allerdings gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich beschreibe hier mal das wichtigste Produkt hin, das wir hier benötigen. Und zwar betrachten wir f von x multipliziert mit g von x und darunter wollen wir verstehen, vielleicht zunächst einmal ausführlich hingeschrieben, das wäre ja wieder die erste Komponente an der Stelle x bis zur m-ten Komponente an der Stelle x für die Funktion f und dasselbe für die Funktion g, also die erste Komponente an der Stelle x bis zur m-ten Komponente an der Stelle x. Und wir wollen unter diesem Produkt jetzt verstehen im Prinzip das euklidische Skalarprodukt im r hoch m. Das heißt, wir können hierfür schreiben, das ist die Summe von j gleich 1 bis m über fj von x multipliziert mit gj von x. Und das können wir auch kurz schreiben, so wie wir das definiert haben beim Skalarprodukt, als f von x, g von x in Spitzenklammern. Dann wollen wir jetzt den Quotienten, oder vielleicht sage ich hierzu noch, dass es nur eine mögliche Produktform, die es gibt. Betrachten Sie beispielsweise mal die beiden Funktionen f und g als Abbildungen aus dem r auch 3 in den r auch 3, dann wäre auch noch eine ganz andere Produktform möglich, nämlich das Kreuzprodukt könnten Sie jetzt bilden. Also wir könnten hier jetzt einführen f von x Kreuz g von x. Auch das wäre eine mögliche Produktform für Abbildungen aus dem r auch 3 in den r auch 3. Aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Wir betrachten jetzt noch drittens den Quotienten zweier Funktionen. Und jetzt müssen wir bedenken, die Division zweier Vektoren ist ja gar nicht definiert, deswegen können wir den Quotienten eigentlich nur bilden für Funktionen aus dem r hoch n nach r. Also sei jetzt n wieder eine beliebige natürliche Zahl und wir betrachten jetzt zwei Funktionen f und g aus der Teilmenge des r hoch n, die ich hier mit g wieder bezeichne, in den r hinein. Dann lässt sich definieren für den Quotienten f von x dividiert durch g von x. Ja, das ist ja nichts anderes dann als f von x1, x2 und so weiter bis xn dividiert durch g von x1, x2 und so weiter bis xn. Und wir müssen natürlich hier fordern, dass der Nenner nicht 0 wird, also müssen wir ausschließen, dass g von x nicht 0 ist.
also ungleich 0 ist. Und schließlich viertens noch, wir wollen noch die Komposition definieren zweier Abbildungen. Dazu betrachten wir zunächst einmal drei beliebige natürliche Zahlen, die ich hier mit L, M und N bezeichnen möchte. Das seien drei beliebige natürliche Zahlen. Und wir betrachten jetzt zwei Abbildungen. Die erste Abbildung sei die Abbildung G, eine vektorwertige Abbildung, aus einer Teilmenge des R hoch L. Und diese Teilmenge bezeichne ich hier jetzt mit D. In eine Teilmenge G des R hoch N. Und wir betrachten eine zweite vektorwertige Abbildung F aus G in den R hoch N, R hoch M, Entschuldigung. Dann können wir die Komposition F Kringel G an der Stelle X definieren. Das ist ja im Prinzip nichts anderes wie F an der Stelle G von X, wenn wir das mal so hinschreiben. Und das definieren wir uns jetzt folgendermaßen. Im Prinzip ähnlich wie im Eindimensionalen, und zwar die erste Komponentenfunktion lautet f1 an der Stelle, ja, was müssen wir jetzt hinschreiben? G1 an der Stelle x, G2 an der Stelle x und so weiter bis Gn an der Stelle x. Dann die zweite Komponentenfunktion würde lauten f2 an der Stelle g1 von x, g2 von x und so weiter, auch hier wieder bis gn von x. Und schließlich noch, das geht jetzt immer so weiter, bis zur mten Komponentenfunktion, also fm. Denken Sie, die Bildvektoren von f liegen ja im R auch m, deswegen gibt es hier m Komponentenfunktionen. Fm an der Stelle g1 von x, g2 von x und so weiter bis gn von x. Das heißt also letztendlich, die Komposition f Kringel g dieser beiden vektorwertigen Funktionen ist letztendlich eine Abbildung aus einer Teilmenge des R auch L, und diese Teilmenge hatten wir ja mit D hier bezeichnet, in den R auch M. Der folgende Satz wird dir zeigen, dass unter der Voraussetzung, dass die Abbildungen f und g stetig sind, auch die Summe, das Produkt, die Komposition als auch der Quotient wieder stetig sind. Und diesen Satz, den möchte ich jetzt zunächst einmal formulieren. Also Satz: Seien L, M und N wieder drei beliebige natürliche Zahlen und f plus oder minus g definiert so wie oben, als auch f mal g so definiert, wie wir das oben gemacht haben, und f Kringel g sei definiert, wie wir das oben gemacht haben, als auch der Quotient f dividiert durch g definiert wie oben. Dann gelten folgende Aussagen. Und zwar erstens, sind die Abbildungen f und g beide stetig, dann folgt daraus, dass auch die Summe bzw. die Differenz dieser beiden Abbildungen wieder stetig ist. Und die zweite Aussage, sind wieder diese beiden Abbildungen f und g beide stetig, dann folgt auch daraus, dass das Produkt dieser Funktion f mal g ebenfalls wieder stetig ist. Und drittens, sind die beiden Abbildungen f und g stetig, dann folgt daraus, dass auch die Komposition f Kringel g ebenfalls wieder stetig ist.
Und schließlich viertens noch sind jetzt die beiden Funktionen f und g stetig. Bedenken Sie, das sind jetzt keine Vektorfunktionen, keine vektorwertigen Funktionen, sondern einfache Funktionen aus dem R auch n nach R. Wenn diese beiden Funktionen stetig sind, dann ist auch der Quotient f dividiert durch g stetig. Ja, auf den Beweis möchte ich jetzt hier im Großen und Ganzen verzichten. Ich werde jetzt hier nur die Aussage 2 beweisen. Die Beweise der Aussagen 1, 3 und 4 finden Sie in dem Begleitbuch zu dieser Videoreihe im Band 7, Differentialrechnung im Mehrdimensionalen. Die Beweise sind recht einfach und können im Prinzip übernommen werden aus der Analysis 1. Also wenn Sie sich für die Beweise interessieren, können Sie sie nachlesen in dem Begleitbuch zu diesem Video. Ich werde jetzt hier nur diesen Beweis zur Aussage 2 bringen, weil der etwas erfordert, nämlich die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. Also Aussage 2. Wir fangen an, wir betrachten zunächst einmal den Limes x gegen x0 und betrachten jetzt den Betrag von f von x multipliziert mit g von x minus f an der Stelle x0 mal g an der Stelle x0. Wenn wir jetzt zeigen können, dass dieser Limes 0 ist, dann ist gesichert, dass das Produkt dieser beiden Funktionen f und g oder beiden Abbildungen f und g stetig ist. Ja, wir können zunächst einmal Folgendes schreiben jetzt. Das ist ja nichts anderes als der Limes x gegen x0 von dem Betrag von f von x multipliziert mit g von x. Und jetzt verwende ich einen Trick. Ich füge jetzt hier künstlich zwei Summanden ein. Und zwar einmal den Summanden minus f an der Stelle x0 multipliziert mit g von x. Und addiere gleichzeitig diesen Summanden wieder, also plus f von x0 multipliziert mit g von x. Das ist ja zulässig, da sich ja diese beiden Summanden hier gegenseitig zu 0 aufheben würden. Und dann haben wir ja noch stehen, minus f an der Stelle x0 multipliziert mit g an der Stelle x0. Und was ich jetzt verwende, ist die Dreiecksungleichung. Das schreibe ich hier vielleicht noch einmal hin. Bedenken Sie, das Produkt aus den beiden Abbildungen f und g ist ja eine reelle Zahl, weil wir das ja definiert haben als euklidisches Skalarprodukt. Deswegen können wir jetzt hier auf diese ganzen vier Summanden auch die Dreiecksungleichung anwenden. Ich habe ja noch den Betragsstrich vergessen, sehe ich gerade. Die möchte ich hier vielleicht noch einmal kurz vermerken. Wir benutzen jetzt die Dreiecksungleichung für reelle Zahlen im Prinzip. Und zwar gilt, der Betrag von a plus b ist kleiner oder höchstens gleich als der Betrag von a plus der Betrag von b. Und diese Ungleichung werden wir jetzt hier benutzen. Und zwar wenden wir diese an auf die ersten beiden Summanden und auf die letzten beiden Summanden. Dann können wir hier schreiben, das ist kleiner gleich Limes x gegen x0 von dem Betrag, und ich kann aus den ersten beiden Summanden, wenn Sie sich diese hier mal anschauen, den Faktor g von x ausklammern. Ich kann also schreiben, Betrag von g von x multipliziert mit f von x in Klammern minus f von x0. Dann plus Limes x gegen x0. Und jetzt betrachten wir die beiden letzten Summanden. Dort lässt sich das f von x0 ausklammern. Wir können also schreiben, das ist der Betrag von f an der Stelle x0 multipliziert mit, in Klammern steht dann, g von x minus g an der Stelle x0. So, wenn Sie sich das jetzt mal genau anschauen, wir haben ja vorausgesetzt in unserem Satz oben, dass die Funktion f als auch die Funktion g stetig sind. Wir können jetzt zunächst einmal, um diesen Term noch weiter abzuschätzen,
die Beträge nochmal auseinandernehmen, indem wir jetzt die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung benutzen, die im Video Nummer 122 behandelt wurde. Auch die möchte ich hier vielleicht noch einmal vermerken. Das schreibe ich hier auch noch einmal hin. Wir benutzen jetzt die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. Ungleichung, was besagte diese nochmal? Der Betrag des Skalarproduktes a mal b ist kleiner gleich als die Norm von dem Vektor a multipliziert mit der Norm von dem Vektor b. Und diese Cauchy-Schwarzsche Ungleichung wenden wir jetzt auf beide Grenzwerte hier an. Das heißt, wir können das dann weiter nach oben abschätzen. Das ist kleiner gleich Limes x gegen x0 von der Norm der Funktion oder Abbildung g an der Stelle x multipliziert mit dem Limes x gegen x0 von der Norm f an der Stelle x minus f an der Stelle x0. Also was habe ich hier gemacht? Ich habe im Prinzip auf dieses Produkt dieser beiden Vektoren einfach die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung angewendet. Ja, und das gleiche machen wir auch für den zweiten Grenzwert. Für den können wir dann schreiben plus Limes x gegen x0. Auch hier wenden wir die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, wie gesagt, an von der Norm von f an der Stelle x0 multipliziert mit Limes x gegen x0 von der Norm von g an der Stelle x0 minus g an der Stelle, minus g an der Stelle x0. So, nach Voraussetzung ist ja oder sind die Funktionen f und g ja beide stetig. Das heißt, dieser Grenzwert hier muss existieren und muss 0 ergeben. Genau dasselbe gilt für den letzten Grenzwert hier hinten. Da auch die Funktion g stetig ist, muss auch dieser Grenzwert hier offensichtlich die 0 ergeben. Und das heißt insbesondere, dass diese ganze Summe den Wert 0 annimmt. Und damit haben wir gezeigt, daraus folgt also, Limes x gegen x0 von dem Produkt dieser beiden Abbildungen f an der Stelle x mal g an der Stelle x muss gleich sein f an der Stelle x0 multipliziert mit g an der Stelle x0. Weil hier 0 herauskommt, bedeutet das, dass im Prinzip hier dieser ganze Grenzwert hier oben 0 ergeben muss. Und damit ist gezeigt, dass dieses Produkt dieser beiden Abbildungen f und g stetig ist. Wie gesagt, auf die anderen Beweise der Aussagen 1, 3 und 4 möchte ich hier nicht weiter eingehen. Die können Sie, wie gesagt, in dem Begleitbuch zu diesem Video nachlesen, im Band 7, Differentialrechnung im Mehrdimensionalen. Ich möchte hier vielmehr ein kleines Beispiel noch einmal betrachten. Und zwar betrachten wir hier der Einfachheit halber einmal eine Funktion. Das soll eine Abbildung sein aus dem r hoch n in das halboffene Intervall von 0 bis unendlich, wobei hier jedem Vektor x aus dem Definitionsbereich zugeordnet werden soll die Norm dieses Vektors. Und wir betrachten hier die euklidische Norm, das heißt, wir betrachten hier die Norm, ja, die ist definiert als die Wurzel aus der ersten Komponente zum Quadrat plus der zweiten Komponente zum Quadrat und so weiter bis zur n-ten Komponente zum Quadrat. Bedenken Sie, dieser Vektor x kommt ja aus dem r hoch n und hat daher auch n Komponenten. Und was wir jetzt machen ist, wir setzen jetzt an, und zwar eine Funktion g. Diese Funktion g soll eine Abbildung sein aus dem r hoch n in das halboffene Intervall von 0 bis unendlich, wobei hier jedem x aus dem Definitionsbereich jetzt zugeordnet werden soll, g von x. Und g von x definieren wir uns jetzt hier folgendermaßen, nämlich als die endliche Summe von j gleich 1 bis n über x Index j zum Quadrat.
Und wir definieren uns noch eine zweite Funktion, die ich hier mal mit H jetzt bezeichnen möchte. Diese Funktion ist eine Abbildung aus dem halboffenen Intervall 0 bis unendlich in das halboffene Intervall von 0 bis unendlich, wobei hier jedem Vektor y aus dem, oder jedem Wert y besser gesagt, aus dem Definitionsbereich dieser Funktion h zugeordnet wird h von y, und der Term h von y wird hier definiert einfach durch Wurzel y. Mithilfe dieser beiden Definitionen können wir jetzt also unsere Funktion f an der Stelle x auch formulieren als Komposition h Kringel g an der Stelle x. So, nach unserem obigen Satz nun können wir Folgendes aussagen: Da die Funktion g als auch die Funktion h an jeder beliebigen Stelle stetig sind, muss auch unsere Komposition stetig sein. Oder anders ausgedrückt, unsere Funktion f muss stetig sein. Ich muss hier oben noch den Vektorpfeil wegnehmen, das war ein Schreibfehler, Entschuldigung. Kann manchmal passieren, also ich schreibe hier vielleicht noch einmal hin, weil nach Voraussetzung g, nach Voraussetzung ist vielleicht nicht gut, also wir sehen das letztendlich, weil g und h stetig sind, folgt daraus auch, dass f gleich h Kringel g stetig sein muss. Das hat uns der obige Satz gerade ausgesagt. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch Probe lesen.